Herzlich willkommen vom Würstelstand bei Senf oder Ketchup. Unser heutiger Gast ist Model und Miss Austria Patricia Kaiser. Hallo Patricia. Hallo Netto. Was darfst du zum Essen sein? Also einmal Käsekreiner, der Senf Klassiker. Senf oder Ketchup? Beides, aber scharfer Senf. Kommt gleich. Miss, beim Würstelstand muss man da nicht eher so Diät halten oder so? Oder geht das hin und wieder? Ganz ehrlich. Ich genieße mein Leben komplett. Ob es jetzt Ernährung ist, Sport ist, man muss alles nur mit Maß und Ziel halt irgendwie machen. Aber grundsätzlich kann ein Model oder eine Sportlerin genauso ein Würstel essen. Nur dazu, wenn man Kinder hat, geht man da halt nur öfter her, weil es einer so schmeckt. Du warst 2000 Miss Austria und viele deiner Nachfolgerinnen gibt es eigentlich schon wieder nicht mehr. Die sind von der Bildfläche verschwunden, du bist immer noch präsent. Warum? Glaubst du, ist das so? Weißt, es ist gar nicht das, dass sie nicht mehr präsent sind, sondern jeder hat irgendwie so ihren eigenen Weg. Also ich könnte jetzt so viel aufzählen, wo du wahrscheinlich dich nicht mehr erinnern kannst, weil sie nicht in der Öffentlichkeit sind, aber jeder hat für sich eigentlich was draus gemacht, ob es jetzt im normalen Job ist oder fürs Leben, was dazu gelernt hat, was sonst niemand eigentlich erleben kann. Ja. Und von daher, die Frage kriege natürlich oft gestellt. Ich bin halt in dem Bereich noch tätig, ich bin sehr vielseitig und von daher kann ich auf verschiedenen Flächen auftauchen. Aber ich glaube, die Kunst ist es auch, dass man sich einfach einmal bewusst zurücknimmt. Dass man jetzt nicht immer nur sagt, man will jetzt auf jeder Hochzeit mittanzen, sondern man ist auch einmal entspannt zu Hause und kann das Leben genießen. In ruhiger Privatsphäre. Du hast jetzt eh schon angesprochen, du bist sehr, sehr vielseitig. Was machst du eigentlich jetzt genau gerade alles? Also das ist eigentlich das ist ein großes Geheimnis. Was ich jetzt einmal gemacht habe, und das war wirklich extrem schwer, einmal zusammenzuschreiben, was habe ich alles gemacht, was will ich machen und was mache ich aktuell. Also es war so schwer und ich habe wirklich lange überlegt, aber im Grunde genommen ist der Hauptnenner, also mein Job, Model, das Model, nehme ich an, ja, das ist mein Hauptjob und der Sport, der mich immer begleitet hat. Und diese zwei zu kombinieren, sind einfach perfekt in allen Lagen. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du jetzt damals nicht bei der Miss World gewonnen hast? Hat es da schon irgendwelche Tendenzen gegeben? Entweder hätte ich Medizin studiert oder Architektur, wobei ich eher bei Zweiterem wahrscheinlich gelandet wäre. Architektur, Innenarchitektur, so meine geheime Leidenschaft und da tobe ich mich zu Hause aus. Du bist ja auch Botschafterin für den Wings for Life World Run. Warum hast du dir dieses Projekt ausgesucht? Was fasziniert dich so an dem? Also Wings for Life World Run ist für mich jetzt nicht nur ein Lauf, sondern eine Einstellung. Ich habe damals, du hast das wahrscheinlich gelesen oder mitgekriegt haben oder selber geschrieben haben darüber, meinen Schicksalsschlag beim Autounfall, habe ich eigentlich gesehen, wie schnell das es geht. Wie so schnell, dass sich das von der einen Sekunde auf die anderen verändert. Und für mich ist so der Wings for Life World Run einfach ein Ventil, wo ich sagen kann, da kann ich meine Emotionen rauslassen und jemandem helfen, bei dem es jetzt nicht so gut ausgegangen ist, auf mich bezogen. Ja. Das andere Thema ist... Was sind denn die Tätigkeiten? Ich bin Botschafterin, ich bin Sprachrohr und ich schaue, dass so viele wie möglich mitlaufen, um einfach das eine Ziel zu verfolgen, nämlich Querschnittlähmung heilbar zu machen. Mittlerweile bist du auch schon zweifache Mutter, Lena und Luca. Wie sehr halten die dich auf Trab? Ja, du siehst das, ich bin durchtrainiert. Meine lebendigen Handeln sind zu Hause gut aufgehoben. Für mich die Erfüllung schlechthin. Was soll ich sagen, es ist halt einfach das Schönste, was du haben kannst, der Familie. Die dich immer wieder auffangt, die dich immer wieder zu Hause, wenn du arbeiten bist und du kommst heim mit offenen Armen, Mami, Mami. Also ich habe noch nichts Schöneres erlebt als das. Wie sehr vermisst du Oberösterreich, deine ehemalige Heimat? Du wohnst jetzt in Mödling, glaube ich. Wenn ich die anschaue, nur viel mehr. Weil, dann erinnert ich mich nur mehr an meine Heimat. Und ich bin sehr gerne in Oberösterreich. Wir fahren alle zwei Wochen eigentlich heim, um einfach den Kindern ein bisschen Heimat mitzugeben, um viel bei Oma und Opa zu sein. Aber ich habe da natürlich in Mödling, Marienzersdorf, auch meine Heimat gefunden, meine neue. Und bin eigentlich sehr froh drum, weil es nahe der Großstadt Wien ist und ich dem Würstelstandl ein Stück näher bin. Wie ja. Wir könnten eine Vorgemeinschaft machen in Oberösterreich. Ne? Gerne, machen wir es ja aus. Es gab auch schon einen sehr düsteren Moment in deinem Leben, einen Verkehrsunfall, wo dein damaliger Freund, der Gustav Kral, verstorben ist. Du bist da unverletzt geblieben. Wie hast du das damals
gemeistert, aus diesem Ganzen wieder rauszukommen? Also ich lebe überhaupt nicht im Damals. Für mich ist es heute so, dass ich weiß, ich habe alles getan, um diesen Schmerz und dieses, was geschehen ist, einfach mit dem einfach zu leben. Und heute ist alles positiv aus dem Ganzen heraus. Also ich habe zwei neue Eltern dazu gewonnen. Ich habe einen Gustin, der auf uns alle aufpasst und ich sehe da nichts mehr negativ. Also ich habe sehr viel an mir gearbeitet und es ist so, wie es ist. Ich kann meine Backerl mittragen oder halt einfach stehen bleiben. Und ja, ich habe mich fürs Erste einfach entschieden. Ja, du hast uns auch ein Foto zur Verfügung gestellt vorab. Wann war das? Wie alt warst du da auf dem Bild? Also gefühlte 2 Jahre, aber ich war eigentlich, glaube ich, 5. Ja. Du hast mich gefragt, ob ich ein Bild habe, wo du sagst, das ist mir wichtig. Ja, was ist da so wichtig? Ja, ich habe so viele Fotos. Ja, als Model hast du tausende Fotos. Ich mache meinen Computer auf und ziehe das als Erstes. Weil das habe ich vor kurzem meiner Lena gesagt, weil sie mir sehr ähnlich schaut. Ja. Und habe ich mir gedacht, das ist es. Das ist das Bild, wo ich sage, das gebe ich dir netto, weil das beschreibt für mich meine Lebenseinstellung. Fröhlichkeit, positives Denken, mit Rückschlägen einfach gut umgehen, positiv, einfach ein Lebensgefühl haben und eine Lebensenergie haben. Und das ist für mich das Bild. Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg, viele Modeljobs und andere Sachen. Deine Projekte mögen alle vielleicht sehen wir uns am Laufsteg. Aufgehen. Wir sehen uns vielleicht am Laufsteg als Zuschauer. Das war's hier vom Würstelstand bei Sehen von der Ketchup. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.